ich freue mich sehr, dass wir nochmal drei sehr, sehr interessante Perspektiven jetzt für eine kleine Abschlussrunde versammeln konnten. Also nach so einer Konferenz war eben unsere Idee, dass es doch ganz gut uns anstehen würde, mal nach Lessons Learned zu fragen, zu überlegen, was nehmen wir jetzt als mit, was nehmen wir mit als eine kleine Bilanz aus so vier sehr, sehr spannenden Podien, Workshops und so weiter. Ich darf ganz kurz die Runde vorstellen. Zu meiner Rechten sitzt Michael Kellner, politischer Geschäftsführer von Bündnis 90 Die Grünen, der, wie ich recherchiert habe, seit 2005 an einer beeindruckenden Zahl von Wahlprogrammen mitgeschrieben hat und den Grundsatzprogrammprozess seiner Partei verantwortet. Also herzlich willkommen, Michael Kellner. Ich darf als zweites zu meiner Linken Cordula Eupel vorstellen. Sie ist Journalistin beim Tagesspiegel, schreibt über Themen der Sozialpolitik und ist nach meiner Wahrnehmung auch einer der interessantesten Stimmen zur Begleitung, Kommentierung grüner Debattenkultur und grüner Politik. Herzlich willkommen, Cordula Eupel. Und als drittes wird Peter Siller, der die Konferenz eröffnet hat, ein Stück weit aus der Perspektive der Heinrich-Böll-Stiftung eine erste Bilanz ziehen. Wir machen jetzt erst so eine kleine Runde, in der wir erstmal drei kleine Bilanzen, Berichte haben. Und ich würde gerne mit Michael Kellner anfangen. Die Frage einfach, was hast du sozusagen mitgenommen? Wie offen soll ich reden? Gerne, gerne offen. Also sehr schön, dann mache ich das gerne. Ich fange mal an, drei Punkte für das. Ich will nur drei Punkte machen. Das erste, warum ich das erste Panel, das Eröffnungspanel, richtig toll fand. Das zweite, warum ich Britta Hasselmann, die ich ja sehr schätze, richtig toll fand und wo ich das Problem mit Danny sehe, bei aller Respekt für seine historische Leistung. Und der dritte Punkt, was den spannendsten Punkt heute Morgen bei der Sozialdebatte fand. Ich fange mal mit diesem ersten Panel an. Wir hatten gestern Abend mit Durst Grünbein, ich weiß, wer dabei war, und Robert Habeck ein unglaublich, von beiden unglaublich spannendes, hochkarätiges Panel, wo was geschehen ist, was ganz selten bei den Grünen geschieht. Es ist enorm viel über Ostdeutschland geredet worden, selten bei einer Veranstaltung. Warum halte ich das für so wichtig? Weil wir haben eine spezielle grüne Erzählung und darum geht's. Wir heißen Bündnis 90 die Grünen. Das ist ja auch die Heinrich-Böll-Stiftung hier, aber auf allen Logos und auf allen Plakaten siehst du Bündnis 90 die Grünen. Ich bin ja Geschäftsführer dieser Partei. Das heißt Bündnis 90 die Grünen. Und dann diese Ostgeschichte, diese gleichrangige Fusion nach 89, und überhaupt das Jahr 89, spielt in der grünen Erzählung eine viel zu geringe Rolle. Wir reden viel über das Jahr 68, aber viel zu wenig über das Jahr 89. Das ist ein Problem für die grüne Erzählung. Es ist auch ein Problem, weil wir so als westdeutsche Partei wahrgenommen werden, die wir nun wahrlich nicht sind. Und es stand da eine Frage im Raum. Es stand die Frage nämlich im Raum, warum ist es eigentlich wichtig heutzutage? Und ich will das nur einmal kurz beantworten. Wir haben jetzt gerade in ganz vielen Panels über Frage von Digitalisierung, Automatisierung geredet, über Disruption, was ansteht. Und ich will mal eins sagen, Ostdeutsche haben Veränderungen, und zwar abrupte Veränderungen, ganz analog und ganz real erfahren. Und es geht jetzt darum, diese jetzt anstehenden Veränderungen klüger zu gestalten, als es nach der friedlichen Revolution der Fall war. Das finde ich nochmal eine spannende Erzählung. Da würde ich gerne nochmal rangehen. Das ist für mich eine Lessons learned. Der zweite Punkt. Ich fand Britta gestern auf diesem Panel, wie es darum ging, wer sind die Grünen? Da hat Britta Hasselmann nochmal sehr stark an die grünen Wurzeln erinnert. Hat sehr stark über die Frage von links, sozial erinnert. Sie hat sehr stark an die Frage von emanzipatorisch, liberal, aber auch an die Frage von ökologisch und die Frage von konservativ erinnert. Und warum ist es wichtig? Es ist ja nicht nur wichtig, wie Christoph Möller es am Freitagabend davor gesagt hat, zu sagen, naja, jetzt kommt ja auch bald ein grüner Ministerpräsident mit einem Buch, was ist konservativ? Ist ja auch eine grüne Wurzel. Könnte ich mir sogar sagen, ich würde mir fast wünschen, er wäre links und liberal, aber er ist nun mal konservativ und auch gut so, dass er in dieser Partei ist. Das Relevante war da aber an der Stelle, was ich nicht verstanden habe, wenn ich mir nochmal Macron nochmal anschaue. Da hat ja Dani sich sehr für Macron ausgesprochen. Jetzt will ich einmal die französische Politik hierher holen. Was ist gerade passiert? Der Ökologe in der französischen Regierung, Hulot, ist gerade aus der Regierung Macron ausgetreten, weil Macron eben das Ökologische nicht schafft, aufzunehmen in seine Plattform. Er ist rausgegangen. Dann kann ich nicht verstehen, warum man dann sozusagen so für Macron geht als Grüner, ja, und nicht für die französischen Grünen, die sich gerade wieder
wieder aufraffen. Und der zweite Punkt, auch in der Sozialpolitik hat Macron viele, viele Schwächen. Das heißt, diese für mich ist diese zweite Lessons learned, wenn wir über eine grüne Erzählung reden, müssen wir über alle Traditionen innerhalb der Grünen reden und nicht nur über eine, sondern so wie Britta über mehrere und nicht auf eine einzige das reduzieren. Das fände ich eine Degression, das fände ich richtig falsch. Das ist für mich der zweite Lessons learned. Und der dritte Punkt, ich fand heute Morgen, glücklicherweise gibt es Livestream und ich bin nicht wirklich multitaskingfähig, aber aufräumen und Livestream schauen habe ich noch geschafft. Und was ich wirklich großartig fand, das war ja ein Panel über die soziale Frage. Und es ging ganz oft, es ist sehr klassisch grün, aber es ging los über die Frage von Arbeit. Das fand ich hochspannend. Und die Idee, wenn ich Peter richtig verstanden habe, das kannst du ja nochmal erläutern, war auch, wir nehmen diese Frage von Arbeit mit rein in die Frage von guten Institutionen. Und nehmen das rein mit in der Erzählung von grüner Sozialpolitik. Öffentliche Güter. Warum finde ich das so wichtig? Ich bin seit vielen Jahren, und das ist auch mit meiner eigenen Biografie, ich komme aus Ostdeutschland, vielleicht ist mir diese emanzipatorisch, gesellschaftliche, wir stellen uns gegen einen Rechtsruck, wir stellen uns gegen Orbán, Le Pen, Kaczynski, Salvini in der Frage oder in Deutschland. Wir sind auf dieser Achse, da sind wir ganz klar. So offene, geschlossene Gesellschaft, pro-europäisch, anti-europäisch. Da kämpfen wir, aber es gibt noch eine zweite Ebene und es ist nämlich die Ebene sozial-marktliberal. Oder man könnte auch sagen links und rechts. Und beide Ebenen haben eine enorme Bedeutung. Lass mich ein Beispiel geben. Ich war Freitag früh, habe ich meine Demojacke angezogen und bin rausgefahren nach Schönefeld zu denjenigen, die, und zwar zu dem Personal von Ryanair, die dort gestreikt haben. Eine Gruppe, Dankeschön, 400-500 Leute, das ist ganz viele Frauen, ganz, und zwar aus Deutschland, aber auch aus Italien, aus Polen, aus Spanien, die es dort organisieren. Deren Problem, nicht dahingestellt bei der Rede, war nicht die Frage, ist es jetzt eine offene, wäre es geschlossene Gesellschaft. Deren aktuelles Problem, warum die dort standen, war Michael O'Leary, der Besitzer von Ryanair, der dafür sorgt, wenn du 5 Tage krank bist, du deinen Job verlierst, der dafür sorgt, wenn du nicht versuchst, mit deinen Arbeitnehmerrechten dich zu organisieren, dass du rausgeworfen wirst, der dafür sorgt, dass es keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall gibt und der versucht, europäisches und deutsches Recht zu unterminieren. Und dagegen, auf dieser Frage, und das sind sehr konkrete Kämpfe, und da wünsche ich mir auch, dass Grüne damit an dieser Stelle mit dabei sind, weil es eine enorme Bedeutung hat, wenn man die soziale Frage mit sieht. Und da kommt mein allerletzter Punkt, dazu gehört auch, dass man anerkennt, ich ärgere mich wahnsinnig oft über Teil der Gewerkschaften. IGBCE, Michael, was ich ja, das kann ich wahnsinnig drüber streiten, wäre gerne die Frage. Aber wer hat dort denn die Beschäftigten mit organisiert? Das war Verdi, der dort mit an der Seite stand. Das heißt, auch wir Grüne sollten, auch das ist eine Lehre in der ganzen Sozialdebatte, auch eine positive Erzählung mit den Gewerkschaften zusammen verbinden. Damit will ich es belassen. Also, herzlichen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank, Michael Kellner. Als eine erste Bilanz, ich würde gerne mit Cordula Eubel anschließen. Was war aus Ihrer Sicht so, waren die Lessons learned? Ich versuche mal, es war ja jetzt ein sehr umfangreiches Programm, die wichtigsten Botschaften oder auch vielleicht die Fragen, die sich lohnen für die Grünen oder für die Heinrich-Böll-Stiftung auch weiter zu verfolgen, rauspicken. Das fing gestern Abend an mit Robert Habecks Plädoyer für einen Linksliberalismus. Jetzt haben wir ja gerade schon den vehementen Einspruch gehört, vorher auch schon in der Taz lesen können, dass dieser Begriff die Grünen vielleicht zu stark verengt. Ich hatte den Eindruck, das zog sich schon durch die Veranstaltung. Und für mich war eigentlich auch das Interessante oder ist das Interessante in den letzten Wochen und Monaten, dass ich das Gefühl habe, wenn man Habeck zuhört, ist das Spannende vielleicht nicht so sehr, dass er das Liberale betont, sondern auch wieder das Linke. Eine Erzählung von der Freiheit und Gleichheit, wie auch Peter Siller es eingangs gesagt hat. So, das ist sicher ein Diskussionsstrang. Robert Habeck hat das irgendwie nochmal zurückgeführt auf die, um zu den Anfangsgeschichten zu kommen, zur ökologischen Erzählung von der Freiheit. In dieser Debatte Natur als Wert an sich hat er ja sozusagen eine andere Definition gewählt, die Einschränkung des eigenen Lebens durch eine kaputte Umwelt. Das ist ja etwas, was er auch in seinem Buch irgendwann mal beschrieben hat, wie er selbst in die Politik kam, irgendwie gerade den Sommernachtstraum noch auf der Theaterbühne als Schüler gespielt, Shakespeare, und dann kommt irgendwie Tschernobyl und dieser Regen und man hat irgendwie das Gefühl plötzlich, man kann nicht mehr über sein Leben selbst bestimmen.
dass dieser Aspekt der Freiheit, der Selbstbestimmung, passt alles eigentlich auch unter das Label liberal, würde ich sagen, ohne dass man gleich die Angst vor einer Westerwelle FDP oder meinetwegen auch der Christian Lindner FDP, mit der man dann aus Versehen mit dem Buch im Bett landen könnte, haben muss. Also ich glaube, diese Sorge müssen die Grünen nicht so sehr haben. Einen zweiten Strang, den ich sehr interessant fand, den man sicher auch vertiefen kann, ist diese Idee einer republikanischen Erzählung in Zeiten, in denen demokratische staatliche Institutionen unter Druck geraten von rechts in Frage gestellt werden. Die Frage, ob da den Grünen nicht eine ganz neue Aufgabe auch erwächst, eben aus dieser Bewegungstradition kommt, aus einer Protesthaltung gegen Institutionen auch stammend, nochmal die Frage aufzuwerfen, wie müssen Institutionen ausgestaltet sein, damit man auch viele wieder davon begeistern kann und auch die Akzeptanz stärken kann, ist so angediskutiert worden. Fände ich, kann man nochmal vertiefen. Mir ging es genauso wie Michael Kellner, diese Sozialpolitik, Debatte, die Debatte über soziale Teilhabe fand ich sehr spannend. Ich teile da den Eindruck von Elisabeth Nia, die das Panel ja moderiert hat, dass das der Bereich ist, der in der Außenwahrnehmung und vielleicht sogar zum Teil in der Innenwahrnehmung der am wenigsten konturierte bei den Grünen ist, wo es ganz viele Ideen gibt. Man sich aber im Moment auch fragt, wohin die Reise geht. Da sind irgendwie heute Morgen von Cornelia Kopitsch, Soziologieprofessorin, ist ja die Frage aufgeworfen worden, wie geht man um mit dieser sozialen Entmischung, mit der Klassengesellschaft, wie sie es beschreibt. Da nochmal auch in die Tiefe zu gehen, was sind da die politischen Antworten? Ein Stichwort, was in dem Zusammenhang fiel, die Bildungspolitik, das Thema Weiterbildung. Sicher eins, wo die Grünen auch noch Profil schärfen können. In dem, ich weiß gar nicht, ob es in dem Sozialpolitik, in den Panels, in den Workshops selbst war ich nicht drin, aber ist ja irgendwie in dem Bericht von Ole Meinefeld auch erwähnt worden oder in dem, was der gleiche Bericht ist, den Wolfgang Strengmann-Kuhn nochmal angesprochen hat, diese Idee, Institutionen zu stärken, auch da stärker rein zu investieren. Bin ich mir in der heutigen Situation, wenn man sich anguckt, die sozialpolitischen Debatten, gar nicht mehr so sicher, ob das noch so gilt. Also da auch nochmal Antworten zu geben, wie sieht denn soziale Teilhabe aus Sicht der Grünen aus? Stichwort Digitalisierung ist oft gefallen, die Zukunft der Arbeitsgesellschaft. Ich glaube, da gibt es irgendwie zwei Erwartungen an die Grünen. Einerseits ist die Erwartung an Grüne grundsätzlich ja immer sozusagen auch neue Antworten zu geben, ein bisschen Vordenker zu sein. Nicht das jetzt als Naturgewalt zu akzeptieren, ist irgendwie als Stichwort gefallen, aber irgendwie politisch mal darzustellen, wie man mit diesen Veränderungen umgeht, da auch neue Ideen zu entwickeln. Und ich glaube, was auch ein zweiter wichtiger Strang ist, ist immer mitzudenken, das kam heute früh auch in dem Panel raus, die Frauenperspektive, die speziellen grünen Perspektiven, die eben kein anderer abdeckt, eine SPD nicht abdeckt. Grundsätzlich glaube ich, dass gerade in diesem sozialpolitischen Bereich durch das sich Zerlegen der Linkspartei, aber auch durch die Schwäche der SPD durchaus sich ein Fenster auftut für die Grünen, wo sie sich aber nicht auf irgendwelchen ausgetretenen Pfaden der Sozialpolitik, wie es so immer so schön heißt, bewegen sollten, sondern weiter ihre eigenen Antworten geben. So, und das Thema, was zum Schluss nochmal großes Thema war, ist ja das, was sich eigentlich auch durch die Tagung zog, wo ich auch noch keine richtige Antwort habe, aber finde, dass die Frage gestellt werden muss, was ist die gesellschaftliche Erzählung? Ein Plädoyer war ja nicht nur eine grüne Erzählung zu liefern, sondern eine gesellschaftliche Erzählung. Robert Habeck hat irgendwie da angeknüpft an die Bündnisidee, sozusagen auf Bündnis 90 zurückgreifend, die Idee, verschiedene Identitäten zu akzeptieren. Peter Unfried nannte es irgendwie mit dem Teufel auch sich zu verbünden, zitierte das. Ob die Grünen dazu bereit sind, ob sie es für die richtige Strategie halten, da sehe ich auch noch keine ganz klare Verortung.
Da geht es sicher viel auch um Sprache. Also ich glaube schon, dass es da auch um Sprache geht. Vielleicht ist das Binnen-I oder das Sternchen nicht das einzige Thema, aber wie man eine, oder vielleicht nicht das Wichtigste, aber die Frage, wie man eine Sprache findet, um auch irgendwie einen Dialog zu finden oder Bündnispartner zu finden. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die These, wenn man bei Mehrheiten organisieren ist man ja auch immer beim Thema Umgang mit der AfD, Abgrenzung zur AfD. Eine ganz spannende Frage, die mich ins Nachdenken gebracht hat, hat Herr Möllers gestern aufgebracht, der irgendwie sagt, das sei Fluch und Segen für die Grünen, dass sie so wenig Überschneidungen zur AfD haben, was die Programme angeht sowieso, aber auch was die Wählerschichten angeht. Dieses einerseits sich selbst vergewissern, sich abgrenzen, andererseits vielleicht den Effekt haben, dass man durch diese Abwehrkräfte auch die andere Seite stärker macht. Und wie man mit diesen beiden Bewegungen umgeht, fand ich nochmal eine ganz spannende Frage, über die man sicher auch nochmal ein bisschen nachdenken muss. So, was ich, da kann ich nur ergänzen oder das nur bestärken, irgendwie dieses Ost-West-Thema, das sich stärker bisher auch in meiner Wahrnehmung durch die Veranstaltung auch so quer zog, als es bisher üblich war, finde ich interessant und auch richtig, um das nochmal zu erwähnen. Und eine Frage, die natürlich nicht beantwortet worden ist oder die Robert Habeck gestern Abend nicht beantwortet hat, die aber vielleicht das aufgreift, weil es als Wortmeldung vorhin kam, gibt es einen grünen Kapitalismus? Da haben wir seine Antwort noch nicht drauf erfahren. Falls für die Grünen die Antwort mehrheitlich lauten sollte, ja, gibt es, ist das sicher noch ein Diskussionsstrang, der auch nur andiskutiert worden ist, aber wo was jetzt in der Debatte über das Grundsatzprogramm auch irgendwie im Umgang sozusagen mit globalen Problemen, europäische Lösungen, Finanzindustrie etc. Andiskutiert wird. Das ist der Punkt, wo für mich auch noch am wenigsten bisher zu erkennen ist, wohin die Reise geht und wo man sicher noch vertieft diskutieren kann. Ja, herzlichen Dank, Cordula Eubel, für diese erste Bilanz aus Ihrer Sicht. Jetzt würde ich gerne Peter Siller fragen, was ist aus der Perspektive der Böll-Stiftung so ein erstes Fazit? Ja, also ich finde, fand es eigentlich ganz gut, dass man, wenn man jetzt 1,5 Tage zusammensitzt, nochmal ein bisschen Bilanz zieht. So. Und das Erste, was ich nochmal sagen will, ist, dass wir uns, Ellen Überscher, ich, Ole, wahnsinnig freuen und auch irgendwie gerührt sind, dass ihr alle gekommen seid. Das ist ja wirklich keine Selbstverständlichkeit in diesen Zeiten, dass man jetzt so 1,5 Tage das alles so diskutiert und auch so einen ganzen Samstag da dabei ist. Das ist so toll und wir sind da so glücklich, auch in den Workshops. Und wir wissen doch alle, dass wir diese Diskussion, diese Debatten so dringend brauchen und die Politik, auch grüne Politik, hat ja lang zu wenig dieses Diskursversprechen eingelöst und deswegen arbeiten alle jetzt, glaube ich, auch hart dran, dass das wieder stattfindet und da sind wir natürlich wahnsinnig dankbar. So. Dann wollte ich auch noch, ich habe ja Anfang gesagt, aus einer guten Debatte geht man nicht als der raus, als der man reingegangen ist. Und deswegen sage ich jetzt nicht, habe ich mir jetzt überhaupt nicht überlegt, jetzt nochmal irgendwas zu rechtfertigen, sondern habe mir auch nochmal überlegt, was nehme ich mit. Und das ist auch ein Problem jetzt, weil ich muss jetzt gleich zu meinen 3 kleinen Kindern, muss mich eigentlich denen widmen. In Wahrheit arbeitet es aber in meinem Kopf wie verrückt. Ne? So. Und was ich nochmal, ich habe mir jetzt nochmal 4 Punkte aufgeschrieben, die ich mitnehme. Erstens nochmal zu dieser Debatte um Demokratie und Republikanismus. In der Tat, irgendwie ist das, glaube ich, eine spannende Frage. Frau Eubel hat es gerade gesagt, dass man sich eigentlich mal überlegen muss, wie Protest und Bewegung, so wie wir das verstehen und wir das wollen, auch wirklich unsere Institutionen, man könnte auch die gesellschaftlichen Strukturen besser machen und nicht einfach bei so einem Do-it-yourself bleibt. Da sehe ich eine gewisse Gefahr in diesem Selberdenken, selber machen. Natürlich muss man selber denken und selber machen,
Aber eine Bewegung hat natürlich im Idealfall eine strukturelle Konsequenz, eine institutionelle Konsequenz. Und wenn das so gedacht ist, dann wird es natürlich richtig spannend. Und was mich bei Durst Grünwein so gerührt hat, mal abgesehen davon, dass er uns daran erinnert hat, dass es in der Politik auf die Sprache ankommt, und es ist keine Werbesprache, sondern Sprache ist Seismograf für politische Erkenntnisse, dass natürlich, wenn es stimmt, dass wir gerade in einer krassen Transformationsphase sind als Gesellschaft, dann hat ja Durst Grünwein hingewiesen, dass ein Teil der Gesellschaft, Michael Kellner hat es gesagt, schon mal eine ganz, ganz krasse Transformation absolviert hat, die auch noch gar nicht beendet ist, 89 davor und danach, und dass das in dem Sinn wirklich hochspannend ist, wie eigentlich solche Transformationsbiografien und solche Transformationsprozesse funktionieren und wie sie nicht funktionieren für heute. So habe ich das verstanden und das finde ich spannend. Diese Debatte zur politischen Linken und zum politischen Liberalismus. Zunächst mal würde ich sagen, wenn wir zurückkommen zu einer gewissen Diskurskultur, ist es nicht so wichtig, ob man das, was da auf der Bühne gesagt findet, ob man das für ganz sympathisch hält oder grundfalsch. Das Entscheidende ist, dass da sozusagen kontroverse Positionen ins Gespräch kommen. So. Und deswegen finde ich auch, dass da Britta Hasselmann sehr viel Wichtiges und Richtiges gesagt hat, aber das kommt natürlich auch, wird natürlich auch deutlich, dadurch, dass man mal andere Positionen vorgeführt kriegt und die ins Gespräch bringt. Der Grund, warum Robert, ich und andere dieses links minus liberal mit als Frage, aber trotzdem versehen haben, und das habe ich jetzt auch noch mal deutlicher, ist nicht der Linksliberalismus. Also das ist ein Liberalismus und der ist ein bisschen links, sondern dass man über beide Aspekte, die Freiheit und die Gleichheit, nachdenkt und zwar nicht einfach additiv, so und, da sind wir ja auch groß, sondern eher im Zusammenhang. Also eine Gleichheit, ich wiederhole es, ohne Freiheit ist nichts wert. Und genauso ist eine Freiheit, die nicht über soziale Teilhabe nachdenkt, ist auch nichts wert. Und insofern, Peter, wir reden da ja ab und zu drüber, also dieser Begriff der liberalen Moderne ist sicher wichtig, aber eigentlich würde ich sagen, dass zu einem Begriff der Moderne das Gelingen sozusagen, ich weiß nicht genau, wie man es nennt, aber von sozialer Teilhabe oder Inklusion dazugehört, sonst ist das nämlich eine leere Freiheit. Das ist, glaube ich, auch mit Blick auf den Kampf gegen Rechts wichtig, denn wenn du diese Frage von sozialer Inklusion, Exklusion nicht mitdenkst, wirst du den Kampf um den Liberalismus auch nicht gewinnen. Das ist jetzt mein Gedanke einfach. Und deshalb ist es auch wahrscheinlich falsch, sich da auf eine Achse zu verordnen. Wir sind der liberale Gegenpol. Allein weil diesen Kampf um Liberalismus gewinnt man halt wahrscheinlich nur, meiner Meinung nach, oder da arbeitet es in mir, wenn man diese Frage von sozialer Teilhabe, ich sag's mal vorsichtig, mitbearbeitet. So. Gut. Aber schwierige Frage und natürlich hat diese Sequenz von Freiheit und Gleichheit ganz massive Zusammenhänge zur Ökologie. Das ist unsere Schlüsselfrage. Freiheit, Gleichheit, Ökologie könnte man vielleicht sagen in Reformulierung der Französischen Revolution. Gleichzeitig dachte ich jetzt aber auch, also bevor ich in der Unfreiheit, unfreien und schreiend ungerechten Gesellschaft lebe, dafür, dass sie ökologisch ist, bin ich lieber tot. Also den Gedanken hatte ich auch kurz, weil irgendeinen Grund hat es ja, dass wir Ökologie so wichtig finden. Das ist ja jetzt nicht einfach nur Selbstzweck. Dieser Punkt mit dem öffentlichen Raum, das fand ich auch super spannend. Da sind wir, glaube ich, ganz am Anfang. Wie findet eigentlich gesellschaftliche Begegnung statt? An welchen Orten und wie verflüssigen wir Gesellschaft? Und das fand ich auch
einen spannenden Punkt, inwieweit man Arbeit letztlich mal als öffentlichen Raum oder sogar als öffentliche Institution gut begreift. Das ist anspruchsvoll, weil Arbeit natürlich immer auch irgendwie Erwerbsarbeit, die Erwerbsarbeitfrage mit umfasst, aber trotzdem, ich glaube das auch. Also wenn man gelungene Integration oder gelungenen öffentlichen Raum mit Blick auf die Migrationsfrage etwas schon beschreiben will, dann muss ich da schon sofort denken, was weiß ich, in Stuttgart beim Daimler, jetzt mal ganz Oldschool-Beispiel, da gibt es schon auch eine migrantische Generation, die vielleicht sagen würde, okay, da sind wir auch irgendwie in die Gesellschaft gekommen, jetzt mal ganz simples Beispiel, das ist auch, wenn das jetzt sich eher auf ganz spezifischen Kontext bezieht. Bei der Frage Ökologie hatte ich mir noch mal rausgeschrieben, weil einmal das Wort die Verteilung von Räumen gestalten gefallen ist, dass das natürlich auch wahnsinnig viel mit dem öffentlichen Raum zu tun hat, also die Mobilitätswende. Weil da geht es ja nicht nur um ökologischen Verkehr, das ist ganz wichtig, sondern da geht es ja auch um die Frage, machen wir Räume frei für eine andere Form des urbanen Zusammenlebens oder auch des Zusammenlebens im nicht so urbanen Raum. So, das darf man ja nicht vergessen. Und da geht es nicht nur um ästhetische Fragen, sondern da geht es schon darum, ist es eine Stadtentwicklung, ist es eine äußere Form, die funktional ist für soziales Zusammenleben. Das ist doch der springende Punkt. Also findet da auch tatsächlich Leben statt in diesen Gehäusen und auf diesen Plätzen? Du kannst ja die schönsten Plätze machen, stellst du den Straßenverkehr still, hast den schönsten Platz, ist aber trotzdem niemand da. Betreten, verboten. Ne? Also ist das eigentlich wirklich ein öffentlicher Raum im Wortsinn? Das fand ich sehr spannend. Ja, vielen Dank, Peter, für die Bilanz aus Böll-Stiftungssicht. Wir haben jetzt noch Zeit, um noch eine kurze zweite Runde zu machen. Ich würde das gerne noch mal mit einer Frage verbinden, denn vorhin hat es Ellen Überscher schon angesprochen, dass zum Beispiel die Frage nach sowas wie einer ästhetischen oder kulturellen Erzählung im Hinblick auf die grüne Erzählung vielleicht noch nicht aufgegriffen ist. Und ich würde jetzt gerne alle drei noch mal fragen, was wären vielleicht so Erzählstränge, die jetzt noch gar nicht berücksichtigt worden sind und die mit Blick auf die Zukunft, wir machen ja weiter mit diesem Thema, vielleicht Berücksichtigung finden würden. Michael Kellner. Da würde ich nochmal auf zwei Punkte gerne eingehen, dass wir die Chance haben, das finde ich nämlich super. Das eine war, vorhin war ja die Frage mit dem Teufel paktieren. Ich weiß gar nicht, ob das Teufel klingt jetzt so sehr antagonistisch. Aber in Bündnisse zu gehen, ist nicht einfach nur mit Like-Minded und Gleichgesinnte. Und ich muss sagen, ich habe für mich das ja selber durch, dass ich sehr ernsthaft über mehrere Wochen sondiert habe, nicht mit dem Teufel, das finde ich jetzt falsch als Beschreibung, aber im Kern mit drei anderen Parteien, von denen zwei nicht regierungsfähig waren. Und eine davon ist bis heute nicht regierungsfähig, die CSU, das sieht man so. Und die andere wollte nicht, aber wir haben es ernsthaft probiert. Und verstehen Sie mich nicht falsch, ich werde als Wahlkampfleiter immer dafür kämpfen, dass die Grünen möglichst viel für unsere Überzeugung, Ziele und Werte möglichst stark werden. Und ich bin bereit, danach auch wieder zu reden. Wo ich nur nicht bereit bin, und das will ich den Punkt machen, es ist nicht so, und so hatte ich gestern Dani verstanden, das ist auch der große Unterschied. Dani hat uns ja vorgeschlagen, nehmt den Günther als neuen CDU-Mensch und dann macht ihr Jamaika. Ich kämpfe für starke Grüne und gucke dann, was geht. Und dann auch in sehr schwierigen Bündnissen, das haben wir, glaube ich, gezeigt. Und das ist nämlich auch der Punkt, wir haben im Vorstand einen großen Konsens, eine deutliche Veränderung, dass wir als Grüne insgesamt auch sagen, wir sind auch links, wir sind auch liberal oder wie es Britta gestern sagt, emanzipatorisch oder wie es Peter gerade gesagt hat, Freiheit auch. Wir sind auch ökologisch, ja? Wir sind auch konservativ, auch das ist als Wurzeln drin. Und in der Tat, da sind wir sehr beieinander, wenn man sagt,
ich würde so sagen, da bin ich mir auch, sind wir uns wirklich einig. Nur wenn man Linksliberalismus so versteht, wie das Dunning gestern gemacht hat, ich operiere das Ökologische und das Linke raus, dann wird es auch einen entschiedenen Widerstand treffen. Ich glaube auch auf Peters. Aber das wollte ich nochmal deutlich machen, weil ich ja viel wichtiger finde, was die Kollegin, also ich finde diese Debatten um Etiketten, sie gehören in den Grundsatzprogrammprozess rein, sie gehören auf eine Böllstelle, es ist auch gut, dass man da kontrovers drüber streitet. Aber natürlich ist auch dieser zweite Aspekt, was können wir tun? Also die leninistische Frage, die Sie vorhin gestellt haben, die du vorhin gestellt hast, da habe ich grünes Mitglied, ist natürlich auch so, man kann am Samstag 5.38 Uhr in den ICE nach Köln steigen. Dort hat der grüne Kreis aber dann noch Shuttlebusse zum Hambacher Wald eingebunden. Und wir haben Gruppentickets, wer mitfahren möchte nächste Woche Samstag um 5.38 Uhr, schreibt einfach eine Mail an Büro Kellner und dann wird mein Team, mal gucken wir, dass wir uns gemeinsam am nächste Woche Samstag auf den Weg in den Hambacher Wald finden, weil auch das ist relevant und auch das ist ein Teil der Lebensfähigkeit und dazu lade ich ein. Und jetzt war ich bei der Ästhetik des Widerstandes, denn Ästhetik der Kultur müssen die anderen beiden. Auch eine wichtige Frage. Dankeschön. Ich würde dann Cordula Eubel noch mal fragen. Sie haben es eben auch schon angedeutet mit einer Frage, die vielleicht noch nicht so stark berücksichtigt worden ist. Deswegen noch mal. Genau. Nur ein kurzer Nachklapp zu dem, was Michael Tiskellner gesagt hat, irgendwie CSU nicht regierungsfähig. In wenigen Wochen womöglich stehen die Grünen schon ganz, ganz konkret wieder vor der Frage, ob sie mit dem Teufel in Gestalt von Markus Söder reden müssen. Aber gut, das soll jetzt nicht Thema dieser Tagung sein, auch wenn man da sehr viel dann wieder über Grundwerte wird diskutieren müssen, möglicherweise. Ich will ja vor allem, wir machen eine Wahlauswertungsdebatte in der Heinrich-Böll-Stiftung, könnte auf Interesse stoßen, glaube ich. Genau, das eine Thema, was ich schon angesprochen hatte, die Rolle der Grünen, was diese Institutionen angeht, überhaupt die Stärkung der öffentlichen Institutionen, eine neue Diskussion auch über soziale Teilhabe, die zwar schon länger auch in der Partei geführt worden ist, das weiß ich durchaus, ich kenne ja auch irgendwie diese Berichte, aber das nochmal zu vertiefen, ergänzt vielleicht um den Aspekt, der Frage, die wir auf europäischer Ebene diskutieren. Also am Ende landet man auch wieder bei der Frage der Mehrheitsfähigkeiten. Es geht ja nicht nur darum, innerhalb Deutschlands sozusagen einen Diskurs zu führen, mit dem man oder eine gesellschaftliche Debatte zu führen, in der man Mehrheiten mitnimmt, sondern wenn man beim Thema irgendwie, das schon oft genannt wurde, Google, Amazon und Co. landet, dann ist man ja schon bei der Frage, wie man auch innerhalb Europas Mehrheiten findet. Das ist dann nochmal eine Stufe schwieriger. Da nochmal zu vertiefen, wie man auch stärker mit denen ins Gespräch kommt, da gibt es sicher einen Teil der Gesellschaft, mit dem das schwierig ist, irgendwie, die bei denen das völkische Denken ausgeprägt ist. Da wird man auch noch so schön sich bemühen können zu diskutieren. Das wird schwierig sein, aber sozusagen mit denen, die vielleicht noch nicht so weit sind und wie auch die Grünen sich da möglicherweise über ihren Schatten springen müssen, um mit denen stärker ins Gespräch zu kommen, finde ich, ist eine Frage, die auf jeden Fall auf der Tagesordnung bleibt. Peter. Zwei letzte Gedanken. Du hattest ja eigentlich gefragt nach dem Ästhetischen, erinnere ich das richtig? Ja, auch nach einer kulturellen Frage, inwieweit also, man das erweitern. Also ich glaube tatsächlich, dass es irgendwie ein großes und irgendwie auch schlimmes Missverständnis ist im politischen Raum, da würde ich jetzt die Grünen auch nicht ganz ausnehmen, dass Kultur immer so ein bisschen das folkloristische Beiwerk ist von Gesellschaft. Ich glaube, gerade unter dem Aspekt öffentlicher Raum werden die entscheidenden gesellschaftlichen Fragen verhandelt, oder ich sage es etwas vorsichtiger, viele entscheidende Fragen verhandelt, letztlich unter Bezugnahme auf Kultur. Und wenn wir jetzt so Politiker, wenn ich dann, hey, ich war gestern im Kino, da war wahnsinnig gut, was, du hast noch Zeit ins Kino zu gehen, was bist du denn für ein Freak? Ja Leute, geht mal ins Kino und dann setzt euch mal in der Küche zusammen und diskutiert über Politik, der wird ja in aller Regel gesellschaftliche Fragen verhandelt und das gilt natürlich für Literatur genauso, Theater genauso, also ich glaube, ich halte das für völlig unterschätzt, was sozusagen unter dem Gesichtspunkt öffentlicher politischer Diskurs, welche Kraft sozusagen die Kunst hat, gilt übrigens für den Sport auch, anderes Thema.
Und dann wollte ich noch einen Gedanken zum Nachmittag formulieren, wo wir auch mal weiterdenken müssen. Den finde ich, der treibt uns auch um, weil Michael Kellner noch mal nach dem Konservativen gefragt hat. Und ich finde das, und auch da noch mal auf diese Figur links und liberal, ich finde, Nachdenken über Konservativ und Konservatismus wichtig. Ich glaube aber nicht, dass das uns in der Frage der Werteorientierung so wahnsinnig weiterhilft, weil ich interpretiere den Konservatismus jetzt mal wohlwollend eher als sozusagen eine Frage oder eine Position in der, zu der Frage verändern, bewahren. Ja, man muss sich ja mal klar machen, dass die Frage Konservatismus, Konservare, bewahren. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn man sich die Geschichte des Konservatismus anschaut, dann bezog sich dieses Bewahren auf ganz unterschiedliche gesellschaftliche Zustände. Also ein Konservativer im 19. Jahrhundert hat, was weiß ich, die hierarchische Familie verteidigt. Ein Konservativer in der Weimarer Republik, ein Konservativer in der alten Bundesrepublik und jetzt ein Konservativer 2018 haben wir noch. Also, und da finde ich aber für die Grünen auch eine Riesenfrage drin, weniger auf der Werteebene. Da würde ich schon sagen, Gleichheit, Freiheit, Ökologie. Nämlich die Frage, also man könnte ja eine konservative Position mal so deuten, im Zweifel für das Bewahren. Ja, so würde das Odo Warquart sagen, so würde es vielleicht auch Kretschmann sagen. Kretsch würde ja, es ist komisch, dass ich jetzt die Rolle von Kretsch einnehmen würde, aber das ist gar nicht. Aber er würde ja sagen, wir müssen ganz viel verändern, damit es gut bleibt. Ja? Und das heißt, er versucht das ja zu verbinden. Ja. Und jetzt kann man lange darüber streiten. Ich sage nur als Parteistratege, nicht als Programmatiker, da bin ich bei dir. Lass mir das Argument. Ich habe es aber noch gar nicht zu Ende gedacht, aber gut, okay. So argumentiert er, wird ja Winfried, oder hat er zumindest auch in der FAZ, und so wird er auch wahrscheinlich in seinem Buch, was nächste Woche rauskommt, ja argumentieren. Und wir sehen natürlich auch als Grüne, dass uns Menschen gerade zuströmen oder vermutlich auch wählen werden in Bayern, die wahrscheinlich nicht sagen, dass sie links sind, die auch nicht sagen, dass sie liberal sind, sondern die finden, dass der CSU nichts heilig ist. Ja, und die sagen deswegen, die diese Sprache von Asyltourismus und die Sprache, wir instrumentalisieren das Kreuz, denen ist nichts heilig. Ja. Einverstanden ist der berühmte Wertkonservatismus von Erhard Eppler, da bin ich dabei, aber ich wollte nochmal auf eine andere Figur raus, dass sozusagen in der forcierten Globalisierung oder in der forcierten Moderne, Peter Unfried, es sozusagen eine Frage gibt von Veränderungsgeschwindigkeit, sozusagen von Stabilität und Veränderung. Das ist ja ein wichtiger Punkt. Und ich finde, ich gebe da jetzt mal gar keine Antwort, aber ich glaube, dass da sozusagen eine gewisse grüne Herausforderung drin liegt. Weil natürlich viele mit dem Ökologiethema eigentlich auch so eine Entschleunigung, also das ist ja ambivalent. Und was ich nur einfach sagen will, ist, da wiederum müsste man sich aus meiner Sicht mal entscheiden in dieser Dichotomie konservativ-progressiv. Also das geht, glaube ich, nicht so easy peasy zusammen. Ja? Entweder man sagt, im Zweifel machen wir langsamer und nehmen dafür die Gesellschaft besser mit, oder wir sagen, im Zweifel haben wir auch den Mut, sozusagen Dinge so voranzutreiben, dass sie uns herausfordern. Und das arbeitet jedenfalls in mir, weil in der politischen Praxis musst du das, glaube ich, immer so ein bisschen abwägen, welchem Prinzip du da folgst. So, genau. Also einfach mal als Denksportaufgabe zum Nachmittag. Ja, wunderbar. Mit der Denksportaufgabe wollen wir es hier oben auf der Runde, in dieser Runde tatsächlich bewenden lassen. Herzlichen Dank an Sie drei für diese wunderbaren Bilanzen. Und